So, herzlich willkommen. Moin, moin, die Leute, seid gegrüßt. Selbstgeneigt. Ha. Moin, moin, herzlich willkommen. Das Mikro wollte schon wieder aus sein. Keiner geschrieben, ne? So, war ich schnell genug selber, glaube ich, diesmal. Irgendjemand wollte wahrscheinlich gerade schon anfangen, dieses Mist. So, was machen wir schnell? Einmal ein bisschen aufschieben. Das geht schnell. Zwei, drei Mal. Dann müsste eigentlich der Mulcher schon gleich fertig sein, wenn wir das hier so sehen. Der müsste jetzt noch Vorgewände gleich machen. Und er ist schon fertig gemulcht. Dann müssen wir uns mal im Precision Farming Menü mal eine Übersicht machen über den Status des Feld 60 und 61. Also Status in dem Sinne, ob wir kalken müssen oder nicht. Gibt es eigentlich schon was Neues bezüglich des nächsten Updates? Von mir gibt es keine Updates mehr. Ich modde doch nur noch für mich. Haben wir doch gestern im Multiplayer schon besprochen. Nee, nee. Das ist der gleiche Stand wie gestern Abend. Alles in Arbeit. Aber manchmal muss man erstmal eine Sache fertig machen, bevor man mit der nächsten Sache anfängt. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich, ne? Auch wenn ich schön Lust hätte, das mit den, wie gestern schon angesprochen, mit der Schafsmilch umzusetzen, weiter zu testen, zu optimieren, was auch immer. Zu schauen, wie man es am besten umsetzen kann überhaupt. Sind ja die anderen Produktionen, die dann ja auch schon sozusagen modellmäßig und so weiter, produktmäßig soweit fertig sind. Aber es sind wieder eine Menge Rohstoffe, die in den Produktionen gebaut werden. Einen kleinen Spoiler gebe ich schon mal. Achtung, Spoiler-Alarm. Ich glaube, sonst werden wir da heute nicht hinkommen, ne? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, genau. Da war ja was. Ein großes Weihnachtspaket. Müssen wir mal gucken, wie groß das Weihnachtspaket wird. Oder Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen und so weiter und so fort. Ne? Da war ja was. Ja, auf jeden Fall haben wir gemerkt, die eine Seite ist irgendwie zu voll. Und dementsprechend einen habe ich da unten noch Platz, aber hier drüben ist halt auch schon was, um zu gucken, wie das passt. Ich bin gespannt, wie es nachher auf Server wieder ist. Da kann natürlich wieder sein, dass es, wenn das vom Winkel minimal verdreht ist, dass das eine Display da irgendwie bei knapp ist. Da es auch knapp wird, ist die Getränkeanzeige. Da sehen wir es auch nicht mehr so viel Lücke. Und im Kühlhaus hat sich auch schon mal ein bisschen was getan. Aber demnächst, ne? Demnächst. Denn eins ist klar, wenn man Stress macht, dann verzögert sich das alles ein bisschen. So. Genug gespoilert. Das reicht auch schon mit Aufschieben. Die Option mit kleinerer Schrift wolltest du nicht machen. Nee, ist viel schwieriger. Also ich habe ja vorgefertigte Notes. Also ich habe ja vorgefertigte Displays logischerweise. Also ich habe mal kurz hier erklärt. Warte mal hier, ne? So, erklärt innerhalb der Textur sozusagen, die dahinter liegt. Die Textur müsste geändert werden, die Höhen aller Nodes, also praktisch dieser Display-Anzeigen, müsste geändert werden, was wesentlich mehr Arbeit wäre, als einfach ein zweites Display auf die zweite Seite zu setzen. Ne? Und wenn wir hier mal so durchlaufen, die Anzahl der Regale vergleichen, sind ein bisschen enger geworden.
Aber ich glaube eh nicht, dass irgendjemand manuell Paletten ins Regal stellt. Von daher, ne, im Vergleich zu hier, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf einer Seite. Und hier sind in Zukunft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auf einer Seite. Ne? Gibt halt noch ein bisschen mehr Platz für vielleicht noch weitere Updates im kommenden Jahr daneben. Ne? Und wir wissen ja auch, wir wollen ja sowieso noch die Gemüsefabrik nochmal ordentlich upgraden. So, dass wir, ich brauche den Platz eh. Also ich glaube, ich habe keine Sorge und kriegen das auch so voll. Ich glaube, der Einix Herion steht, ne? Ne, doch nicht. Täuschte. Wie kann ich meine Aufträge von 3 auf 6 erhöhen? Die Anzahl der Aufträge, meinst du? Oh, das wird ja wahrscheinlich so nichts, Kollege hier. Better Contracts zum Beispiel nutzen. Da kann man flexibel einstellen, wie viele Aufträge man annehmen möchte. Welche Richtung wollt ihr denn jetzt? Na gut, in die Richtung wollt ihr da wohl. Bei den Spuren ist zu sehen, was sie wirklich selber gefahren sind. Ne? Das meiste ist alles Helfer gefahren. Schön ist das, wenn das hier so gut funktioniert. Nimm wieder die Ruhe vor dem Sturm hier. So, was haben wir hier? 300 von 1600. Immer noch viel zu wenig Viecher. Relativ wenig Mineralfutter. Wir können auch nochmal gucken. Ich wollte eigentlich auch nochmal den McDonald's einfahren, ne? Als Beweis, dass man den eigentlich mit Courseplay, nicht Quatsch, eigentlich mit Autodrive befahren lassen könnte. Hätten wir denn irgendeine kleine Ladung, die wir dann auch sinnigerweise gleich mitverkaufen können, damit sich das auch lohnt. Hier, Rapsöl. Tomaten. Rapsöl ist ja wahrscheinlich das meiste. Hier wäre noch ein bisschen Klopapier, brauchen die wohl auch dringend. Äpfel auch. Schafsfleisch. Also Apfel, das wird ja dann auch, das ist oft, nee, warte mal, nicht den Wert, sondern Standort. Na okay, bei der Apfelplantage, Obstplantage sind relativ viele. Also unser Geld läuft ja auch langsam weg, ne, weil wir so viel, oh, guck mal. Habe ich, wieso ist bei denen, hatte ich eigentlich rotiere, habe ich nicht auf Anwenden geklickt. Bin mir ziemlich sicher gewesen, dass ich das auf Anwenden geklickt hatte. Nur entladen. Eigentlich hat er das. Dann machen wir in Zukunft eine andere Linie voll. Fragen kann man immer, gibt meist nur blöde Antworten oder so. Was? Das ist ein Autodrive-Bug, das Rotieren funktioniert nicht auf dem Vorgewende. Okay, wie das miteinander zusammenhängt. Ja, das Problem ist, ich müsste das alles irgendwie dann zusammenkratzen vorher, ne? Rapsöl denn im Zentrallager? Obwohl, nee, ich will nicht zum Zentrallager, dann spoilere ich im Zweifel zu viel. Nö, nö, machen wir nicht. Geduld und so, ne? Fahren wir jetzt zu den Obstplantagen, also hier zum Apfel und holen uns Apfel vor Ort einfach ab. Das ist keine große Verkaufsladung, aber ein paar Moneten sind es ja doch. Schöner Trick. Orchestro.
Schafsfleisch ist vielleicht beim Schlachter. Bisschen, das könnte sein. Ich würde das aber autodreifmäßig. Was ist denn das noch für eine Linie da überhaupt daneben? War das eine, war das nicht eine blaue Linie? Die da diese Nebenstrecke da längs führt. Also das ist ja wieder dieses sowohl als auch, ne? Also kann von der Richtung, kann aber auch von der anderen Richtung fahren. Das macht das geschickte Legen, glaube ich, der Route ein bisschen schwieriger, ne? In dieser Position. Moin, moin, moin. Gucken wir gleich mal. Ich wollte nämlich eigentlich nur von unten anfahren und nicht von oben. Da wird aber im Zweifel die blaue Linie denn uns natürlich, wenn er von oben kommt, vom Zentrallager, wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen mit der blauen Linie. War doch blau da, ne? Ich meine, dass es keine definierte Richtung und auch nicht Hin- und Rückweg gibt. Und mit der Ladung bleiben wir jetzt zumindest bei Maishexe noch über 700.000. Geht dann nachher eigentlich auch erstmal dazu gucken, wo soll jetzt eigentlich Weizen hin, weil wenn die Abfahrer wieder frei sind, haben wir Trecker für Feldarbeit übrig. Mit den Sämaschinen auf die Felder, Weizen, Roggen, Gerste, keine Ahnung. Da müssen wir alles nochmal so ein bisschen hektarmäßig durchkalkulieren. Ich glaube nämlich schon auch, dass mir das von dieser Seite zum Reinwenden in den McDoof ein bisschen zu knapp ist. Von unten dürfte das aber eigentlich kein Problem sein. Ich muss heute noch wieder einen blauen Kurs aufnehmen, ne, zum Festigen, liebe Leute. Gerne nochmal dran erinnern. Lauf des Abends. So, was ist das hier für eine Linie? Ja genau, das ist eine blaue. Eine blaue sowohl als auch, ne? Ja, er hatte schon Probleme, alleine von hier rum reinzufahren. Wobei, gut, ich war jetzt auch nicht auf der richtigen Seite gewesen. Im Zweifel muss man sich, oder müsste ich mir dann... Aber ich glaube, nee, das geht ja sogar, ne? Nö, das müsste eigentlich gehen. Ich dachte, ich hatte es jetzt gefühlt, dass es von unten leichter sein müsste. Dürfte aber eigentlich funktionieren. Wobei... Wollte eigentlich geradeaus. Also von unten kommt, dann geradeaus rein, ganz entspannt rundherum und dann wieder abdampfen. Und das geht hier so ja nicht. Was ist das jetzt für eine Linie hier? Wieso kommt, achso, das ist die zum Feld. Wenn ich jetzt aber sage, von hier nehme ich das auf, dann hat er doch ein Problem, wenn er von oben kommt, oder? Bin mit dieser blauen Linie ja noch nicht so ganz schlau. Aber ich muss das hier, wie gesagt, auf gelb umrüsten. Dass diese Route hier nur in eine Richtung befahrbar ist, weil sonst, glaube ich, ist schwierig. Oder man muss noch weiter ausholen, das ist hier natürlich auch denkbar. Falscher Knopf. Ach Quatsch. So, also mal gucken, ne? Das ist praktisch auch ein Test. Ich habe hier auch noch nichts verkauft. Ja, wie eng man jetzt hier rum muss, weiß ich nicht genau. So sieht es halbwegs stimmig aus. Verkauft wird auch. Würde ich trotzdem noch so ein paar Punkte weiterfahren, ne? Hä? Annahme Stopp oder was? Guck mal, gut, dass ich das noch teste, ne? So,
Ziel erstellen. Ob ich da jetzt selber im Weg stehe, ich weiß gar nicht genau. Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen weiter rundherum ausholen können. Schieb den mal gleich in den Verkaufsordner mit rein. Erstmal gucken, was sind jetzt. Ist der Trigger zu hoch? Kann natürlich sein. Oh, ein bisschen super Stärke. Ups, jetzt gedrückt. Das ist so, ist die Höhe vom Trigger. Ja, manchmal ist es geschickter, ich weiß auch nicht genau, oder einfach noch eine andere Bodentextur hinzuballern. Also so wie die mit den Steinen oder was auch immer, ne? Dass man irgendwie was hat. Das wundert mich ein bisschen. Nee, er ist deutlich zu hoch. Das ist nämlich hier das Problem, er ist viel zu hoch. Also vorstellt, dass die Palette muss praktisch fast über dem gelben Strich hier liegen. Die ihr hier seht, ne? Diese Linie hier. Nur wenn sie da drüber liegt, wird verkauft. Stand jetzt. Ich notiere mehr. Notieren. Viel zu hoch noch. Also wenn ich das jetzt alles auf dem Anhänger stehen habe, wird es gehen, ne? Muss ich mal... Achso, ich habe jetzt, weil ich ausgestiegen bin, habe ich eh aufgehört aufzuladen, ne? Verkaufe das einmal schnell so. Also Lager ist nicht voll, ne? Nimmt es an. Du musst ja nicht mit blauer Linie auf den... Aber ich muss ja von der blauen Linie dann kommen, oder wie? Oder man... Ja, weiß ich nicht genau, was da sonst geschickt wäre. Hier extra, ne? Keine Autos hingestellt, dass man da locker dran vorbeikommt. Den Holzwolle, da können wir auch nochmal wegstehen. Quackstellen, da steht er die ganze Zeit rum. Ja, und jetzt kann man überlegen, ne? Jetzt kann man wieder nach unten anschließen oder nach oben, oder? Das ist ja dann mit der blauen Linie doch wieder egal, wenn ich das richtig verstehe. Also entweder hier rum cruisen, schön reinkurven. Oder ich kurve von hier wieder nach oben. Das mag er, glaube ich, nicht. Nee, da macht er mir wieder so einen komischen Bogen rein. Dann sollte ich den selber aufnehmen. Das soll man so. Müsste eigentlich funktionieren. Sofern der Trigger nachher hoch genug ist, dürfte das eigentlich gehen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, wenn ich jetzt von der blauen da rein will, dann muss man schon ziemlich weit rumfahren. Dann müsste man hier vielleicht noch ein bisschen terraformen, dass er dann hier reinfährt und hier wendet und da wieder reinfährt. Ne? Weil ich will jetzt ja nicht entgegensetzt noch eine Route machen, die er dann nutzt, wenn er von oben kommt. Wobei das gehen würde. Und wenn er von oben kommt... entgegengesetzt fährt, aber ist ja auch nicht schön, ne? So, lass mal so. Ich lasse es so. Wir werden sehen, wie es bei den nächsten Verkaufstunneln irgendwann klappt und ansonsten, wie gesagt, noch diese kleine Fläche auf der Ecke da nochmal asphaltieren und nochmal eine extra Route von oben kommt, denn mit so einer 180 Grad Drehung sozusagen einzeichnen da. Einfahrt eingeschlossen? Gute Frage. Würde er ja meckern, wenn ich jetzt von hier sage, oder?
Lass mir ganzen Ordner dicht machen. Ja, hab ich. Bögen. Ja. Arbeit beendet, ist der Mulcher. Dann mit dem jetzt erstmal wieder umruste auf den Flug. Willkommen in Ihrem Class. Oder wir sehen zu, wie weit sind denn die anderen beiden Felder. Na, 58 dauert schon noch ein Schwung. 71 ist ein bisschen weiter, aber dauert auch noch, ne? Schon, wenn wir uns ein bisschen beeilen, kann in der Zwischenzeit dieses Feld hier flügen. Ja, wenn ich erstmal auf Flug umrüsten. Ich wollte aber auch noch Precision Farming abchecken, ne? Sieht gut aus. Da braucht keinen Kalk drauf. Auf 58 muss Kalk drauf später. Na, kriegt ihr es noch hin hier? Ich glaube, dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal wieder ein bisschen aufschieben. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss.